Und schon wieder wird der Lockdown verlängert. Alle bekommen die Krise, alle rasten aus, alle werden verrückt. Warum lasst ihr euch verrückt machen? Ganz einfach, weil ihr, oder besser gesagt, wir eine verwöhnte Nation sind. Eine ungeduldige Jammerlappennation sind wir. Wir müssen wieder die Geduld lernen, wie unsere Vorfahren. Denn die Geduld zahlt sich aus und die Geduld ist eine Tugend. Am Ende wird der Lockdown so oder so irgendwann aufgehoben, sodass alles wieder zurück in die Normalität kommt. Dass Politiker korrupt sind, wissen wir schon lange. Dass Lobbyisten und Pharmaindustrien Geld machen wollen, wissen wir auch. Dass der Impfzwang, oder besser gesagt Impfdruck, bald ausgeübt wird, ist kein Geheimnis. Die entscheidende Frage ist, was kann man dagegen tun, wenn du mal einkaufen möchtest und nur Geimpfte erlaubt sind? Oder jeder Arbeitgeber nur Geimpfte haben will? Das sind so heikle Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und nicht, ob der Impfstoff von Bill Gates gechippt wurde oder vergiftet ist. Haben wir noch das Recht, über unseren Körper zu entscheiden? Wie können wir ungeimpft weiterhin einkaufen oder arbeiten gehen? Wir dürfen es einfach nicht so hinnehmen und den gleichen Fehler machen wie bei den GEZ-Zwangsbeiträgen. Hier geht es um unsere Gesundheit. Das ist unser Körper, unsere Entscheidung. Jetzt ist es nicht zu spät, für die Ungeimpften eine Lösung zu finden. Das ist ein Aufruf für die aufrichtigen Menschenrechtsverteidiger.